Hallo und herzlich willkommen zu unserer Abschlusspressekonferenz der diesjährigen Herbstklausur der Landtagsgrünen in Fürth, Mittelfranken unter dem Motto Unser Wald, unser Wasser, unser Leben. Ich darf vorstellen Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender, Katharina Schulze, unsere Fraktionsvorsitzende, kommt in Kürze. Und als Gäste darf ich vorstellen Martin Häusling, Mitglied des Europäischen Parlaments und Dr. Ralf Strausberger vom Bund Naturschutz. Wir beantworten nach unseren Statements gerne Ihre Fragen. In der Pressemappe finden Sie sowohl hier im Raum als auch online die beschlossenen Fraktionspapiere, die Zusammenfassungen und die gemeinsame Erklärung von Landtagsgrünen und Bund Naturschutz. Es beginnt Ludwig Hartmann. Ja, dann vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Abschlusspressekonferenz. Geht ja unsere knapp dreitägige Fraktionsklausur zu Ende. Ich habe es ja beim Eingangsstatement bereits deutlich gemacht, dass wir uns diesmal ganz klar um das Thema den natürlichen Klimaschutz mit befasst haben, also unsere Verbündete, und wir hier diesen doppelten Aufbruch brauchen. Auf der einen Seite den technischen Klimaschutz, was Energiewende angeht, was neue Kraftstoffe angeht, aber ganz wichtig oder genauso wichtig, die natürlichen Verbündeten sind beim Klimaschutz wie Wald, Wasser und Moore. Heute haben wir uns den ganzen Vormittag zum Thema Wald auseinandergesetzt, durchaus auch lebhaft diskutiert. Wir hatten ja auch noch den Vorsitzenden der Bayerischen Waldbesitzer, Herrn Ziegler, mit dabei gehabt. Und was ganz deutlich geworden ist, und das ist mir auch gleich in Erinnerung geblieben, wie er davon gesprochen hat, wenn man sich anschaut, in Bayern droht uns ein Temperaturanstieg von bis zu 4,8 Grad. Das sind die Aussagen der Bayerischen Staatsregierung in diesem Jahrhundert. Und er hat davon gesprochen, dass diese reinen Fichtebestände eigentlich tickende Zeitbomben sind, was das bedeutet. Und ich glaube, das ist eigentlich, was es ganz gut auf den Punkt bringt. Jeder weiß, dass die Fichte in vielen Bereichen Bayerns ja sehr dominant zu Hause ist, wie man sich Wald vorstellt. Und deshalb der Waldumbau eine ganz entscheidende Aufgabe ist, wo man auch keine weitere Zeit verlieren kann, sondern die jetzt angegangen werden muss. Wir müssen eigentlich unseren Wald vom Leidtragenden der Klimakrise zu einem starken Verbündeten in der Klimakrise machen, um der Erderhitzung entgegenzuwirken. Und wenn es um Thema Wald geht, da wissen wir ja, in Bayern sind wir durchaus ein Land, was viel Waldfläche hat. Wir haben auf der einen Seite einen starken staatlichen Wald, also die Staatsforsten, die ungefähr faktisch jeden 10. Quadratmeter in Bayern sozusagen Waldfläche der Staatsforsten ist. Wir haben Kommunalwald und Privatwald. Wir haben viel darüber geredet, was im Privatwald auch passieren muss, wo man Unterstützung, Hilfe braucht, Beratung, um diesen Waldumbau voranzubringen, und dass Bayern dort auch eine große Herausforderung hat auf Grundlage der durchaus kleinteiligen Besitzverhältnisse. Und ich fand es ganz interessant, wie er davon gesprochen hat, dass, also Herr Ziegler vom Bayerischen Waldbesitzerverband, dass Bayern sozusagen das Land mit den meisten Waldbesitzerinnen ist. Und ich würde dazu sogar ergänzen wollen, nach der Debatte habe ich schon so mitgenommen, dass man auch sagen kann, Bayern hat auch eine Partei für die Waldbesitzerinnen, und das sind wir Grüne. Weil wir ganz deutlich Gemeinsamkeiten haben, was das Thema angeht, also ein effizienteres Jagdmanagement, damit Naturverjüngung in der gesamten Fläche funktioniert, aber auch den Bereich, dass wir den Waldumbau so voranbringen, dass wir klimafeste Wälder kriegen. Das Thema Holzbau hatte ich beim Eingangsstatement vor 2 Tagen schon mal angesprochen, sind ganz große Gemeinsamkeiten, dass wir Holz als regionalen, nachwachsenden Rohstoff, als Baustoff deutlich mehr nutzen müssen. Und dann haben wir heute noch auch drüber geredet, und da leite ich gleich mal zum weiteren Punkt über. Wir haben auch drüber geredet, über das Thema Staatsforsten. Und da gibt es auch eine gemeinsame Erklärung, wo ich relativ froh drüber bin, mit dem Dr. Ralf Strausberger, möchte ich ganz kurz anreißen, was die Staatsforsten angeht. Ich glaube, es ist bekannt, als die Staatsforstreform war, 2008, 2009 müsste es gewesen sein, oder etwas früher, seit 2005, Entschuldigung, wurde ja damals viel diskutiert. Es gab ja vom Bund Naturschutz auch ein Volksbegehren, was ganz knapp damals an der 10%-Hürde gescheitert ist, die ja davor auch negative Punkte deutlich gemacht haben. Heute haben wir uns zusammen darauf verständigt, also Grün und Bund Naturschutz, dass wir eigentlich 5 Punkte haben, wie wir wirklich in einer gemeinsamen Erklärung auch dargelegt haben, wie wir unseren Wald wirklich zu einem Staatswald in Bürgerhand umbauen, zum Bürgerwald machen. Und das ganz vorne ein ganz wichtiger Punkt, was, glaube ich, Bund Naturschutz und Grüne ganz stark eint: Wir wollen nicht mehr, dass Staatswaldflächen für Gewerbegebiete verkauft werden und gerodet. Aktuelles Beispiel in Teublitz, was gerade ansteht, sondern wirklich, dass die Waldfunktion im Vordergrund steht und der Walderhalt. Das Weitere ist natürlich, Gemeinwohl voranzubringen im Staatswald. Wir wissen alle, dass Wald wahnsinnig viel CO2 bindet, Wasser speichert, also wirklich ein geniales Ökosystem ist, und das soll wirklich auch seine Funktion voll ausspielen können. Und dafür ist ganz wichtig, wir müssen weg von der
Steuerung, dass der Privatwald, der Staatswald Profit abwerfen muss. Davon muss man sich wirklich dauerhaft verabschieden, denn wirklich die Aufgabe, den umzubauen, und können auch ein gutes Vorbild sein, wie der Wald der Zukunft zu sagen, ja, stabil umgebaut werden muss. Ein weiterer Bereich, Punkt 3 ist, wir brauchen für den Umbau natürlich ausreichend gutes Fachpersonal bei den Staatsforsten, auch draußen in der Fläche, die auch diesen Umbau, der ja wirklich eine Generationsaufgabe ist, jeder weiß es ja, ein Förster, was der heute macht, die Früchte erntet erst sein Nachfolger, da sieht man richtig, wie es funktioniert hat, und das ist natürlich ganz wichtig, dass das Personal wirklich vorhanden ist in den Revieren, um das voranbringen zu können. Ein großer Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, das ist der Punkt 4 in der gemeinsamen Erklärung. Ich glaube, auch das ist ein ziemlich weitgehender Punkt, aber ein ganz entscheidender. Die Menschen draußen wissen, oder die wissen, was sie an ihrem Wald haben. Jeder ist oft im Wald draußen unterwegs, kennt die positiven Funktionen. Und wir möchten eigentlich, dass im Aufsichtsrat der Staatsforsten, wenn das wirklich ein Bürgerwald in Zukunft werden soll, dass dort auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bayerischen Landtag, aus den Fraktionen dort vertreten sind, um dann auch die langfristige Linie mit vorzugeben, wie sich die Staatsforsten entwickeln sollen. Und das heißt für uns auch im Aufsichtsrat eigentlich die Posten, die gerade vorgesehen sind, 2 Vertreter aus der Wirtschaft, auch ein Vertreter aus dem Finanz- und Wirtschaftsministerium, die würde man sagen, gerne ersetzen durch Vertreter, die aus der Mitte des Bayerischen Landtages kommen. Das sind die gewählten Volksvertreterinnen, dass die dort auch entscheidend mitdrehen können, wie wir unseren gemeinsamen Wald zukunftsfest machen. Der 5. Punkt, gestern war Katharina Schulze mit der Fraktion, ich selber konnte gestern leider nicht, aber aus einem guten Grund, waren im Steigerwald zum Thema 3. Nationalpark. Und da wurde auch nochmal ganz deutlich, dass wir als starkes Land, was auch eine gewaltige Fläche hat, nach dem erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen, ist es auch der Freistaat Bayern in der Verantwortung, mehr für den Erhalt der Artenvielfalt zu tun. Und da ist die Aufgabe ganz klar, einen 3. Nationalpark zu schaffen. Der Steigerwald wäre für uns Grüne genau der richtige Ort für den 3. Bayerischen Nationalpark. Und ich bin davon auch deshalb so dahinter, dass es da auch zügig vorangehen muss. Wenn man sich anschaut, Bayern hatte zwar den 1. Nationalpark, der wurde vor 51 Jahren gegründet. Der Bayerische Wald ist heute, glaube ich, die bekannteste, ja, Naturtourismusmarke, kann man fast schon sagen. Dann wurde vor 43 Jahren der Berchtesgadener Nationalpark gegründet. Man kann jetzt auch sagen, trotz dem gestiegenen Umweltbewusstsein, trotz der gestiegenen Notwendigkeit, also Wald Wald sein zu lassen, damit wir aus der, ja, Anpassung an die Klimakrise daraus lernen können, aber auch um den Nationalpark als Brutkasten der Artenvielfalt zu verstehen, kann man jetzt sagen, 43 Jahre ist in Bayern doch nichts mehr passiert beim Thema Nationalpark. Und da ist doch jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass Bayern als größtes Flächenland den 3. Nationalpark auf Gleis setzt. Bevor ich an meine Kollegen abgebe, ganz kurz noch zum Abbinden unserer Fraktionsklausur. Wir hatten die Themen Moore, wo wir auch drüber ein ausführliches Papier beschlossen haben. Da ist für uns ganz wichtig, diesen dreifachen Effekt in den Vordergrund zu stellen. Wir haben dort Klimaschutz, Wasserhaushalt wird vorangebracht und auch die Artenvielfalt dient es. Und das ist ganz wichtig, endlich mal loszulegen. Ich habe immer wieder gerade Interviews in den letzten Tagen auch gelesen, alle wollen Moore renaturieren. Das ist schön und wir freuen uns drüber, dass das jeder machen möchte. Man sollte aber mal ganz konkret anfangen. 15-20% der Moore in Bayern werden nicht landwirtschaftlich genutzt. Das sind ungefähr 35.000 Hektar. Da könnten wir umgehend anfangen, den Wasserhaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Das ist gut für den Klimaschutz, bindet CO2, aber auch für den Wasserhaushalt und für die Artenvielfalt. Um das mal zu vergleichen, in den letzten 11 Jahren wurden in Bayern nicht mal 2.000 Hektar Moore wieder benutzt. Um einfach mal zu sehen, welches große Potenzial wir eigentlich haben, ohne in Konflikte mit der Landwirtschaft zu kommen, weil die angesprochenen 15-20%, die 35.000 Hektar, aktuell gar nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Im Bereich Wasser gab es gestern auch eine längere Diskussion und da war auch ganz klar, wir wollen alles dafür tun, dass unser oberer Grundwasserkörper so sauber bleibt, dass man in ganz Bayern immer den Wasserhahn aufdrehen kann und sich keine Gedanken und Sorgen machen muss, und dieses hohe Gut für uns, aber auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu halten. Und es kann nicht die Antwort der Politik sein, wenn man den obersten Grundwasserkörper nicht sauber halten kann, dass man dann einfach immer tiefer bohrt. Technisch ist es möglich, aber die wirklich tiefen Grundwasserspeicher sind für uns wirklich die Schatzkammer für die künftigen Generationen, die wir nicht anbauen wollen. Und da hat Politik die Aufgabe, dafür zu sorgen, durch eine andere Agrarpolitik, auch durch mehr Wasserschutzgebiete, die wir deutlich ausweiten möchten, dass der obere Grundwasserkörper wirklich sauber gehalten wird und wir in ganz Bayern weiterhin den Wasserhahn aufdrehen können und das Wasser dort genießen können. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir Grüne hatten eine Fraktionsklausur, die deutlich gemacht hat, wenn es um Klimaschutz geht, haben wir viele starke Verbündete in diesem großen Flächenland. Wie gesagt,
die Moore, die Wälder. Jetzt geht es darum, wirklich in einer Form von wirklich neuen Klimaschutzgebieten in der Kategorie zu denken, diese Flächen auch zu schützen, damit die eigentlich wirklich ihre volle Funktion ausleben können, uns helfen können, CO2 zu binden und wir sie endlich wirklich als natürliche Verbündete begreifen und wirklich auch so behandeln. Und dafür braucht es konkret eine andere Politik, wie angesprochen, im Bereich Wald und natürlich im Bereich Moorrenaturierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Ludwig Hartmann, Dr. Ralf Strausberger. Ja, vielen Dank. Ich danke auch der Grünen Fraktion für die Einladung und wir freuen uns vor allem als Bund Naturschutz, dass die Grüne Fraktion den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen hier auf die Herbstklausur gehoben hat als Thema. Wir sehen auch, dass der Veranstaltungsort heute in Fürth, wo wir uns ja befinden, zu dem Thema Wälder in der Klimakrise sehr gut passt, weil der Landkreis Fürth ist letztendlich das Zentrum, wo sehr viele Wälder, sehr viele Kiefernwälder, die hier ja die Gegend prägen, absterben. Und wir sehen insofern hier absoluten Handlungsbedarf, zum einen bei mehr Klimaschutz, jetzt auch bei der anstehenden Bundestagswahl ist es natürlich wichtig, dass Klimaschutz auch dann konkret umgesetzt wird, dass es da Fortschritte gibt. Bislang ist es zu wenig. Die Wälder können das Klima, das wir menschengemacht auch verursachen, bei uns nicht mehr aushalten. Und sie sterben auf großer Fläche ab. Wir sehen das hier an den Kiefern, das sind in anderen Gebieten die Fichtenwälder, mancherorts auf schwierigen Standorten auch einige Laubwälder. Also von daher, die Wälder sind insgesamt bedroht und wir brauchen deshalb, wie wir finden, auch einen anderen Umgang mit den Wäldern und allen vor allem muss das im Staatswald erfolgen. Deshalb sagen wir auch, die Worte vom Klimawald von Ministerpräsident Söder sind schön, aber die sind weitgehend inhaltsleer geblieben. Und wir begrüßen es sehr, dass deshalb auch die Grünen zusammen mit uns fordern, dass es einen Vorrang fürs Gemeinwohl im Staatswald geben muss. Das heißt, wir wollen da nicht die Holznutzung einstellen, sondern ganz im Gegenteil den Rohstoff Holz auch nutzen, aber halt in so einer Art und Weise, dass auch die anderen Waldfunktionen, die jetzt in der Klimakrise ja augenfälliger werden, der Trinkwasserschutz, der Hochwasserschutz, der Schutz der Biodiversität, auch die Erholungsfunktion. In Corona war das ja Corona-Zeiten sehr wichtig, sind viele Wälder, sind viele Leute in den Wäldern spazieren gegangen, dass das alles auch vorrangig eben gesichert werden muss und daneben natürlich auch eine Holznutzung, aber unterdessen Vorrang stattfinden kann. Wir kämpfen vom Bund Naturschutz auch seit vielen Jahren für eine entsprechende Personalausstattung. Das ist uns ganz wichtig, dass die Förster in den Staatsforsten eben nicht so große Wälder betreuen, dass sie die Wälder nicht mal mehr kennen. In den einzelnen Forstbetrieben, die 20.000 Hektar teilweise groß sind, sondern dass es dementsprechend auch Personal vor Ort geben muss. Gleiches gilt natürlich auch für die Forstverwaltung. Wenn man jetzt in Richtung Privatwald denkt, braucht es mehr Leute für eine Beratung. Zum Schluss, neben einem schonenden Umgang der Wälder durch den Vorrang fürs Gemeinwohl, wünschen wir uns im Staatswald natürlich, und wir freuen uns, dass das auch gestern schon Thema war, einen Nationalpark im Steigerwald. Der Steigerwald ist die bestgeeignete Fläche für sowas in ganz Deutschland. Bayern muss auch mal seine Laubwälder schützen und das kann man am besten im Steigerwald machen. Und von daher halten wir es für überfällig, den Steigerwald als Nationalpark zu schützen. Die Bevölkerung ist bayernweit dafür, auch im Steigerwald ist die Bevölkerung dafür. Und wir hoffen, dass diese Staatsregierung und wenn nicht die nächste, dieses Ziel endlich umsetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Strausberger. Martin Häusling. Ja, von meiner Seite auch mal vielen Dank für die Einladung hier. Ich bin der agrarpolitischer Sprecher der Europafraktion der Grünen. Ich arbeite auch, aber auch zurzeit an der Forststrategie und an der Richtlinie für erneuerbare Energien. Und insgesamt sind wir ja in Europa jetzt nach Ausrufung des Green Deals auch damit beschäftigt, wie können wir sozusagen auch in Europa die Klimaneutralität erreichen. Das Thema Forst ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in dieser Strategie. Und deshalb müssen wir uns ganz viele Gedanken darüber machen. Wir müssen in Zukunft anders auch mit dem Rohstoff Holz umgehen. Wir müssen Holz effektiver nutzen, weniger sozusagen jetzt, um es zum Beispiel ganz drastisch zu sagen, es gibt tatsächlich auch in Deutschland
dass gesagt wird, wir müssen Kohlekraftwerke ersetzen durch Holzkraftwerke. Das geht gar nicht, um es hier ganz klar und deutlich zu sagen. Holzverbrennung ist nicht CO2-neutral, sondern wir müssen die Holzverbrennung effektiver gestalten. Ich will überhaupt nichts dagegen sagen, dass Kleinfeuerungsanlagen gehören im ländlichen Raum dazu. Aber dass wir jetzt Kohle durch Holz ersetzen, ist auch angesichts der Tatsache, dass wir weniger Wald und Holz in Zukunft haben, eigentlich gar nicht zu verantworten. Deshalb müssen wir bei der erneuerbaren Energierichtlinie genau diesen Punkt in den Fokus stellen, dass wir mit dem Rohstoff Holz sorgsamer umgehen und effizienter nutzen. Stichwort Kaskadennutzung. In diesem ganzen Wahlkampf ging es ja immer darum, was kostet uns denn der Klimaschutz? Ich glaube, eben wurde auch deutlich, die Waldbesitzer haben es ja deutlich gesagt, im Moment sind die Waldbesitzer und auch die Forstleute und auch die Landwirtschaft die am hauptsächlich Betroffenen vom Klimawandel. 700.000 Waldbesitzer, habe ich heute gelernt, in Bayern, denen droht ein Verlust ihres Besitzes sozusagen, weil der Wald wirklich massenhaft abstirbt. Und das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Auch in der Bundesregierung gibt es ja keine Maßnahmen, um wirklich da auch effizient dagegen zu steuern, weil Menschen verlieren ihren Besitz. Das muss man mal sehr deutlich sagen. Wir haben im Moment in Deutschland 270.000 Hektar schon entwaldete Fläche. Und auch wenn jetzt jemand denkt, wir hätten dieses Jahr ein feuchtes Jahr gehabt und es wird sich bessern. Nein, es hat sich nicht gebessert. Ein Jahr sozusagen an der Kette von warmen, zu warmen Jahren wird das Problem nicht heilen, sondern müssen uns darauf einstellen, dass wir tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen müssen, um Waldumbau zu finanzieren. Das hört sich immer so einfach an, ist aber gar nicht so einfach, weil wir im Moment gar nicht wissen, welche Holz- und welche Baumarten können wir denn eigentlich in Zukunft noch nutzen, effektiv, und wo können wir eigentlich dann den Zukunftswald auch tatsächlich dann so gestalten, wie wir ihn brauchen. Was die Bundesregierung zurzeit macht, ist halt genau das, was in der Landwirtschaft schon seit Jahren falsch läuft. Sie zahlen Flächenprämien. Damit ist keinem genutzt. Wir haben ja Flächenprämien in der Landwirtschaft, sondern wir als Grüne kämpfen ja dafür, dass diese Flächenprämien in Europa abgeschafft werden zugunsten einer Lenkungswirkung. Das heißt, wir wollen Bauern anreizen, was für die Umwelt zu tun. Und genau dasselbe müssen wir im Forstbereich auch machen. Die Waldbesitzer sollen Prämien kriegen, wenn sie effektiv zum Waldumbau beitragen, wenn sie naturnahe, stabile Wälder aufbauen. Dafür sollten sie Geld kriegen und nicht nur, weil sie Grund und Boden besitzen. Da sollten wir nicht denselben Fehler machen wie in der Landwirtschaft. Und ein Punkt kommt mir auch immer zu kurz bei den Diskussionen. Wald ist ja nicht nur da, damit wir Holz abhauen können und verbrennen. Wald hat eine ganz hohe Bedeutung für die Biodiversität. Also Biodiversität ist neben dem Klimawandel die zweitgrößte globale oder eigentlich die gleich große globale Bedrohung, die wir haben. Und Wälder spielen eine enorme Rolle. Deshalb, wie gesagt, wir brauchen auch Wälder, die unter Schutz stehen. Wir brauchen auch alte Bäume, die stehen bleiben müssen. Und nicht nur sozusagen den Wirtschaftswald im Fokus zu haben. Und Wald hat ja auch eine enorme Bedeutung für den Wasserhaushalt. Also das wird auch immer vergessen, dass wenn wir Wälder verlieren, werden wir irgendwann ein massives Problem bekommen mit dem Trinkwasser. Auch in Regionen, wo wir denken, wir hätten das zur Genüge, werden wir Versorgungsprobleme bekommen, wenn wir es nicht schaffen, Wälder zu erhalten und neue aufzubauen. Ein Thema ist schon angesprochen worden, das Thema Jagd. Sage ich auch nochmal, leider ist ja die Überarbeitung der Jagdnovelle im Bundestag gescheitert, weil alle gesagt haben, der Vorschlag von Frau Klöckner ist ungenügend. Ich glaube, die neue Bundesregierung muss sich erneut damit beschäftigen, weil wir können keinen Waldumbau hinbekommen, wenn wir teilweise wirklich so drastisch überhöhte Wildbestände haben. Wir müssen wegkommen von der Trophäenjagd zu einem Wildmanagement, was den naturnahen Aufbau von Wäldern nicht behindert, sondern fördert. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Martin Häusling, Katharina Schulze. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir das Motto unserer Fraktionsklausur, unser Wald, unser Wasser, unser Leben, hier im schönen Fürth mit konkreten Konzepten füllen konnten. Ludwig Hartmann hat ja einen kleinen Parcours schon durch unsere Konzepte gerade eben gemacht. Wir haben aber nicht nur inhaltlich hart gearbeitet, sondern wir waren gestern auch im Steigerwald und haben eine klare Botschaft an Markus Söder und die bayerische Staatsregierung gesendet, und zwar folgende. Es reicht nicht, Bäume zu umarmen,
Es gilt, Bäume zu schützen. Und wenn man Bäume schützen möchte, dann braucht Bayern endlich einen dritten Nationalpark und der muss im Steigerwald sein. Darüber hinaus haben wir heute Morgen eine Klimaschutzaktion gemacht. Wir alle wissen ja, heute ist der globale Klimastreik. Auf der ganzen Welt gehen die Menschen für konkreten Klimaschutz auf die Straße. In Deutschland ist es an knapp 500 Orten, in circa 50 bayerischen Kommunen hier bei uns. Und das als Grüne Landtagsfraktion begrüßen wir natürlich und haben uns an dieser Aktion ebenfalls beteiligt. Wir haben eine große Fotoaktion gemacht unter dem Motto Kein Grad weiter und hatten diese Global Warming Stripes. Sie kennen das alles, ganz lange blau, 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 blau und in den letzten Jahren knallrot. Was bedeutet das? Diese Streifen zeigen die Differenz zwischen der Durchschnittstemperatur des Jahres und der Durchschnittstemperatur zwischen 1971 und 2000. Und es ist sehr leicht zu erklären, wenn es kühler war, dann war der Streifen blau und wenn es heißer war, war der Streifen rot. Wir sind gerade in einer Phase, wo alle Streifen in den letzten Jahren rot waren und dass das ein Problem ist, ist ja wohl klar. Es zeigt sich also deutlich, dass die Erde sich seit der Industrialisierung bereits um 1,2 Grad erhöht hat. Was ist die Folge? Hitzerekorde, Dürren, Überschwemmungen auf der ganzen Welt und auch bei uns hier in Bayern. Und eine Sache ist auch klar, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, erreichen wir bald Kipppunkte, ab denen sich der Klimawandel auch ohne weiteres menschliches Einwirken verstärken wird. Als Grüne wissen wir um die Gefahren der Klimakrise schon lange und wir wissen auch, dass die Klimakrise die Existenzfrage unserer Zeit ist. Und wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, dann werden wir und auch die nachfolgenden Generationen ein massives Problem haben. Zwei Dinge sind mir bei der ganzen Debatte beim Klimaschutz besonders wichtig. Der erste Punkt ist, es muss endlich aufgehört werden, Klimaschutz alleine zu individualisieren. Klimaschutz ist Aufgabe der Politik. Es ist Aufgabe der Politik, an die Strukturen ranzugehen, die den Klimawandel begünstigen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir CO2 einsparen. Und das bedeutet ganz konkret zum Beispiel, dass wir schneller raus aus der Kohle müssen, und zwar schon 2030. Und der zweite wichtige Punkt, den ich bei der Debatte um das Thema Klima immer zu kurz kommen finde, ist folgender. Und wir müssen uns doch klar machen, dass ambitionierter Klimaschutz mehr Chancen für uns alle bringt. Er schafft neue, sichere Arbeitsplätze, klimagerechten Wohlstand, Freiheit für uns und für die nachfolgenden Generationen. Er macht unsere Städte und die ländlichen Räume lebenswerter. Und das sind doch alles Dinge, die wir als zusätzlichen Plus auf der Skala, wenn wir konkreten Klimaschutz machen, zusätzlich gewinnen können. Und darum haben wir als Bayerische Landtagsfraktion heute nochmal deutlich gemacht, wir müssen alles dafür tun, auf den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaabkommens zu kommen, kein Grad weiter. Deswegen komme ich jetzt noch ganz kurz auf das große Ereignis in 2 Tagen. Ich weiß, viele sind froh, wenn es endlich soweit ist, die Bundestagswahl. Die treibt uns ja alle lange schon um. Ich bin ja auch Mitglied im erweiterten Parteivorstand der Grünen auf Bundesebene. Deswegen zum Abschluss 2 Sätze dazu noch. Diese Bundestagswahl ist eine Klimawahl. Denn die nächste Bundesregierung ist die letzte, die Deutschland noch auf den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaabkommens bringen kann. Und die nächste Bundesregierung ist auch die letzte, die in Europa, lieber Martin, mit anderen Ländern dafür sorgen kann, dass der EU-Green Deal für die ganze EU konsequent umgesetzt wird. Wenn ich das jetzt ganz knapp zusammenfassen soll, würde ich es wie folgt formulieren: Eine Regierung ohne Grüne ist wie ein Klima ohne Schutz. Vielen herzlichen Dank, Katharina Schulze. Wir beantworten jetzt sehr gerne Ihre Fragen. Hier im Raum geht es ganz normal mit Handzeichen und bitte das Mikro benutzen. Online geht es auf 2 Arten. Sie geben uns ein Handzeichen unter Reaktionen und wir schalten Ihr Mikrofon laut. Oder Sie schreiben Ihre Frage im Chat, dann lese ich sie hier vor. Ich habe eine Frage von Markus Salzeder, Straubinger Nachrichten. Bitte schön. Ja, hallo, weil gerade Frau Klöckner angesprochen wurde. Die hatte in ihrer Waldstrategie 2050 Anhebung der Holzquote beim Neubau von Wohnungen auf 30% ins Spiel gebracht. Gehen Sie damit, Herr Hartmann? Was Holzbau angeht, da muss ich erstmal unterscheiden. Wir haben ja beim Einfamilienhausbau durchaus einen gewissen Anteil schon an Holzgebäuden, die umgesetzt werden. Aus unserer bayerischen Sicht ist es ganz entscheidend, dass wir im Geschosswohnungsbau deutlich vorankommen, was Holzbau angeht.
Da geht es in die richtige Richtung, was da vorgeschlagen worden ist. Ich würde mir aber wünschen, dass man das mal richtig konkret macht. Ein ganz einfaches Beispiel. In Bayern im Wohnungspakt 2 fördern wir relativ stark den kommunalen Wohnungsbau für bezahlbaren Wohnraum. Was richtig ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Da gibt es bis zu 30% Zuschuss vom Bund für die Kommunen. Auch aufs Grundstück kann angerechnet werden, damit sie bezahlbaren Wohnraum schaffen. Machen wir doch dort ein Instrument rein. Wenn dort mit Holz gebaut wird, die kriegen die volle Förderung. Wer aber nicht mit Holz baut, kriegt weniger. Oder die mit Holzbau kriegen ein bisschen mehr, etwas umlenken. Dann kriegen wir die Erfahrungen, die wir dringend brauchen, um mit Holzbau voranzukommen. Da kriegen wir die Erfahrungen, was Gebäudeaufstockung angeht, um da Wohnraum zu schaffen, wo er wirklich fehlt. Und diese konkreten Maßnahmen sind mir alle mal lieber als immer diese Ziele, was soll 2030, 2040 erreicht sein. Gerade wird viel gebaut. Das wissen wir alle in den Städten, auch Geschosswohnungsbau. Da muss ich doch umgehend sagen, wie lenke ich das um, dass dort die Erfahrungen entstehen. Und andere Länder, vor allem Österreich, nicht nur Vorarlberg, im ländlichen Raum hat es in vielen Bereichen vorgemacht. In Wien kennen wir das mit relativ hohen Gebäuden, die aus Holz gebaut werden. Da sind Möglichkeiten da. Die Staatsforsten machen ja durchaus nicht alles falsch, sagen wir es mal so. Die haben ja in Regensburg auch gerade ein Geschosswohnungsgebäude im Holzbau umgesetzt, vor kurzem eingeweiht. Die zeigen ja, dass es geht. Aber doch bitte jetzt, heute, morgen und übermorgen und nicht alles erst ab 2030, 2040. Aber hätten Sie da Quote im Auge oder geht das dann ohne Quote? Also ich bin bei Quoten immer, müssen wir unterscheiden jetzt zwischen was bei Einfamilienhäusern ist und bei Geschosswohnungsbau. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass dann die Quote dadurch erfüllt wird, dass Holz so verbaut wird, dass man es nachher nicht mehr richtig trennen kann, ist auch nicht viel gewonnen. Also ich bin schon ein Freund davon zu sagen, wir wollen gezielten klassischen Holzbau, also wirklich komplett mit Holz gebaut wird, voranbringen. Und nicht dann hinzubekommen, wie die Quote dann heißt, so viel Prozent müssen da mit drin sein später. Also diese ganzen Hybridbauten, was ja gerade viel entsteht, dass man halt sozusagen halt dann viel mit einem Stahlbeton Kern macht und außenrum etwas Holz verwendet. Ich bin Freund vom komplett Holzbau, wo es geht. Und es können Kindergärten sein, das können öffentliche Bürogebäude sein im ersten Schritt, wo man viel machen kann. Und sicher kann man eines Tages dann auch mal über eine Quote nachdenken. Aber es geht darum, was sind die Stufen, die jetzt gemacht werden? Ich weigere mich immer die Quoten, die voll in der Zukunft liegen. Ich möchte sehen, was heute passiert. Und viele Handwerksbetriebe beweisen ja auch schon, was mit Holz alles möglich ist. Es gibt immer wieder ganz beeindruckende Beispiele. Auch die Staatsforsten, die viel bauen, machen auch viel mit Holz. Lass uns mal drüber reden, warum werden eigentlich Brücken für Fahrradwege nicht aus Holz gebaut? Eine relativ einfache Sache. Da können wir relativ gut auch das Starkholz relativ gut verarbeiten. Und deswegen muss sich das Denken da ändern. Wir würden sagen, bei öffentlichen Bauten muss Holzbau zum Standard werden, wo es möglich ist. Und da würde ich bestimmt nicht von einer Quote reden. Das soll bei öffentlichen Bauten der Standard werden, um die Erfahrungen zu sammeln. Und Baden-Württemberg hat ja im Holzpark auch gezeigt, wie das geht, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen anders setzt. Die sind deutlich weiter im Holzbau als Bayern zum Beispiel. Letzte Frage. Da kein Thema. Genau das hat ja der Bund Naturschutz aber kritisiert, dass man eigentlich mehr Bäume stehen lassen soll, als wie man nimmt. Also wo soll das ganze Holz dann herkommen, wenn man da so in die Offensive geht? Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also wir haben heute auch viel darüber geredet, das muss alle auch einig. Wir werden die Erdüberhitzung im gewissen Maße nicht mehr aufhalten können. Das ist leider so, wir versuchen, die irgendwie handelbar zu halten. Das heißt, die Fichte wird in Bayern, oder sagen wir es anders, das Gesicht des Waldes wird sich in Bayern verändern. Das werden wir gar nicht mehr ändern können. Das wird passieren. Und in vielen Regionen wird die Fichte keine Zukunft haben. Das wird man ganz offen so sagen müssen. Das wird nicht gehen. Und dann ist natürlich allemal sinnvoller bei diesem Waldumbau, diese Fichtenbestände sozusagen, statt man sie dann stehen lässt und verfaulen, die ja ganz zeitversetzt, ganz spät sozusagen auch wieder CO2 freisetzen und auch nicht energetisch verbrennt, die Fichten, die verbauen wir gezielt, um möglichst langfristig das zu binden, wirklich langfristig binden. Und da kann es immer noch, wenn das Gebäude in 50 Jahren umgebaut wird, nicht mehr gebraucht wird, kann immer noch ein Teil von dem Holz danach energetisch verwertet werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weg davon, Holz einfach zu verbrennen. Das ist eigentlich die simpelste Nutzung, aber nicht die beste, sondern erstmal verbauen. Und da sehe ich das bei den klassischen Kiefern oder auch Fichten, dass da viel anfallen wird. Wir hatten in den letzten Jahren viel Schadholz, was angefallen ist. Wir alle kennen noch die Zeiten, bevor der Holzpreis hochgegangen ist, was an Nasslagern, an Schadholz zurückgehalten worden ist, was in Tschechien an Schadholz vorliegt, sozusagen gewaltige Mengen. Und man sagt doch, in diesem Bereich, da gehört auch dann dazu, dass die Sägewerkindustrie etwas ehrlicher mit ihren Rohstofflieferantinnen und Lieferanten umgeht, auch ein Borkenkäferholz, was eine leichte Verfärbung hat, kann ich für ein Leimbänder noch verwenden. Das ist ohne weiteres möglich. Und da gehört aber auch dann dementsprechend ein angemessener Preis zu zahlen, damit die Landwirte das dann machen können. Weiterer Punkt, wovon ich gar nichts halte, dass man davon kommt, dass wir Holz ins Ausland groß verkaufen. Also wir haben ja immer wieder Jahre gehabt, zum Beispiel auch 2006, 2007 gab es eine riesen Nachfrage, damals schon aus der USA.
Die hatten damals einen Zollstreit mit Kanada gehabt und da war das bayerische Holz plötzlich günstiger. Da sind in Bayern damals die großen Sägewerke entstanden. Ob das damals Binder war, ob das Klausner damals noch war, die diese lukrativen Verträge bekommen haben mit den Staatsforsten, die einfach das gesägt haben und das Holz ins Ausland verkauft haben. Also sowas darf sich nicht wiederholen. Das ist ganz entscheidend. Denn man schon sagen, wir wollen das als regionalen, nachwachsenden Baustoff sehen und auch im eigenen Land sozusagen verbauen. Da habe ich gerne Ergänzungen, wo wir nicht ganz zusammen sind. Nee, ich würde vielleicht noch, weil Sie es angesprochen haben, um das nochmal klarzustellen. Also vom Bund Naturschutz sind wir dafür, dass der Wald halt so genutzt wird, dass er keinen Schaden nimmt. Und wenn wir jetzt in der Klimakrise sagen, wir wollen keine stärkeren Auflichtungen beispielsweise, damit die einzelnen Bäume der Hitze nicht so stark ausgesetzt sind, dann gilt es überwiegend für naturnahe Wälder. Da wollen wir dann in der Tat, dass beispielsweise im Staatswald die Laubwälder, die älteren Laubwälder nicht mehr genutzt werden, damit sie die Klimakrise besser überstehen. Aber das, was Ludwig Hartmann angesprochen hat, geht ja überwiegend um die labilen Nadelwälder. Ich habe hier die Kiefernwälder im Fränkischen angesprochen, die Fichtenwälder in anderen Gebieten sind ähnlich betroffen. Und da fällt natürlich viel Holz an und da macht es keinen Sinn, labile Nadelwälder noch 100 Jahre wachsen zu lassen und sagen, wir dürfen da nicht reingehen, sondern wenn die sich auflösen, dann ist es Gebot, wir müssen zukunftsfähige Wälder nachziehen. Da geht es dann um Waldverringerung, Jagd wurde schon angesprochen. Und dann kann natürlich das Holz genutzt werden. Und wenn es genutzt wird, dann ist es natürlich das Beste, ich gebe das in eine möglichst langfristige Verwendung. Und dann haben wir ja aktuell den Trend, und da würde ich ihm auch zustimmen, dass wir sagen, es ist zwar schön, wenn man den Holzbau 20, 30, 40, 50 erhöht, aber heute haben wir die Probleme. Heute wird ein großer Teil des Holzes sofort verbrannt. Also wir müssten jetzt umsteuern, nicht erst in 10, in 20, in 30 Jahren. Also das wäre geboten, weil wir haben bedenkliche Entwicklungen, dass das Holz eben sehr kurzfristig eingesetzt wird, geht viel im Papier, viel in die energetische Verwertung, und das sind Trends, die müsste man heute stoppen und nicht erst übermorgen. Danke. Vielen Dank. Gibt es denn weitere Fragen, die wir Ihnen gerne beantworten können? Ich weise Sie noch darauf hin, dass auf unserer Homepage www.grüne-fraktion-bayern.de gleich im Anschluss sämtliche Papiere, sämtliche Statements und auch frei verfügbare Pressebilder zur Verfügung stehen, die Sie sich gerne runterladen dürfen. Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen hier im Raum, auch online nicht und im Chat. Dann bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Teilnahme und freuen uns auf das nächste Mal.